Herzlich willkommen zum ersten Tag der 21. Gulasch-Programmiernacht, hier zum Talk über das Serenity-OS-Betriebssystem und warum es euch interessieren sollte. Seit 2018 entwickelt der schwedische Entwickler Andreas Kling nach einer etwas dunkleren Zeit seines Lebens in seiner Freizeit an einem Unix-artigen Betriebssystem namens Serenity-OS, welches visuell den 90er Jahren entspricht. Dabei ist jede Komponente von Grund auf neu entwickelt, vom Kernel bis zum Browser. Und heute wird das kleine Filmröllchen, welches lange an dem Projekt mitarbeitet, ein wenig mehr darüber erzählen. Viel Spaß! Dankeschön. Wie schon angekündigt, ich rede heute über das Serenity OS Betriebssystem und warum es euch interessieren sollte. Zum Warum es euch interessieren sollte Teil kommen wir erst ganz am Ende. Erstmal reden wir über das Betriebssystem. Was bin ich? Ich studiere rein in der Theorie Informatik. Man findet mich auf Mastodon und auf Matrix und ich mache alle 6 Monate etwa ein YouTube-Video oder so. Und außerdem natürlich für diesen Talk wichtig, ich entwickle seit etwa 2,5 Jahren bei Serenity OS mit. Ich habe da über 500 Commits. Das heißt, ich würde schon behaupten, dass ich einige Dinge über dieses System sagen kann. Genau, was ist eigentlich Serenity OS? Ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die haben schon was davon gehört. Viele haben vielleicht noch nichts gehört. Hier habe ich mal so ein paar Deskriptoren aufgelistet, wie ich das System beschreiben würde. Und über all diese Dinge werden wir in mehr Details in der nächsten Stunde reden. Genau, ganz kurz noch zur Geschichte. Es wurde schon angekündigt, Andreas Kling, der das Projekt gestartet hat und immer noch so die wichtigste Person ist, würde ich behaupten, ist von seiner Drogenabhängigkeit hat einen Entzug gemacht 2018 und hat dann nach einem eben sinnvolleren Zeitvertreib gesucht und das wurde eben Serenity OS. 2019 hat er angefangen, seine Arbeit am Projekt auf YouTube zu veröffentlichen. Und da kommt auch so ein Hauptteil der Bekanntheit vom System her. Da kennen es vielleicht einige schon. Und da wurde das Projekt auch mehr und mehr bekannter. Und dann 2020, würde ich sagen, ging es tatsächlich weg von so diesem Ein-Personen-Projekt, wo dann sehr viele Leute dran angefangen haben zu arbeiten. Inzwischen sind es über 700 Leute, die jemals schon einen Commit gemacht haben, regelmäßig so 100 Mitarbeiter im Monat. Genau, 2021 hat die Projektkommunikation von IRC auf Discord gewechselt und in dem Rahmen hat das Projekt einen riesen Schub an Aufmerksamkeit erhalten, habe ich hier Discord-Explosion betitelt und in dem Rahmen bin ich auch so zum Projekt gestoßen. 2022 war das Jahr des Browsers, da hat der Browser Asset 3 bestanden und das Projekt Ladybird wurde ins Leben gerufen, auch die Programmiersprache Yacht, zu der wir ganz am Ende noch kommen. Und 2023 ist bisher so das Jahr des Kernels, denn wir haben 32-Bit rausgeschmissen und sind gerade an AR64 am Arbeiten. Genau. Zunächst vielleicht die Frage auch, wenn jemand einen Laptop da hat, kann er ja mal versuchen, ob er während dem Talk das Ding zum Laufen kriegt. Es gibt keine ISOs und Binaries. Das ist ein altes Meme. Hab nicht ich gemacht, kommt aus dem Serenity OS Discord Server. Und der Grund ist einfach, dass es uns zu viel Aufwand ist. Und vor allem, dass es auch nicht viel Aufwand ist, das System selber zu bauen. Das sind nämlich im Endeffekt alle Schritte. Ihr klont das Projekt, ihr installiert ein paar Packages, beziehungsweise mit Nix könnt ihr einfach Nix Shell und dann die Nix-Datei halt machen, die wir dafür haben. Dann führt ihr dieses Shell-Skript mit dem Argument Run aus und dann, je nachdem, wie viel ihr schon gebaut habt, baut er die komplette Toolchain, baut er das ganze System und das öffnet sich in der virtuellen Maschine in QEMU. Und genau das ist alles, was man dafür tun muss. Also könnt ihr gerne ausprobieren, serenityos.org, beziehungsweise da findet man auch den GitHub-Link dazu. Genau, nochmal von vorne, was ist es und wie funktioniert's? Hier ist mal ein Screenshot, der hat jetzt sehr, sehr widerliches Scaling. Warum, das werdet ihr gleich noch sehen. Auf jeden Fall sieht man da schon die 90er UX, die schon angesprochen wurde. Und wir finden einfach, dass diese Art von User Interface extrem gut zu bedienen ist für Tastatur und Maus, für Desktop-Systeme und dass man eben nichts anderes braucht. So, das ist sehr funktional, sehr power-user-freundlich. Man sieht hier links oben zum Beispiel
ein normales Terminal mit normalen Unix-Tools. Wir haben einen Systemmonitor, ein Spreadsheet-Programm, einen File-Manager, links unten den Browser. Und dann habe ich hier einfach noch zwei Widget-Galleries aufgelegt, um euch zu zeigen, wie verschiedene andere UI-Komponenten aussehen. Und wie man schon sieht, das ist alles sehr, sehr einheitlich. Das System ist aus einem Guss. Wie nachher das in der Software aussieht, das gucken wir uns noch an. Aber schon allein visuell passen alle Programme zusammen und auch zum Window Manager. Und es gibt auch verschiedene Themes. Und das Coole ist jetzt eben, durch diese ganze Einheitlichkeit, alles, was ich machen musste, um diese vier verschiedenen Screenshots zu erstellen, ist einmal ins Startmenü zu gehen und dann das Theme zu ändern. Und alle Programme empfangen die Änderung automatisch und ändern sich da. Und es funktioniert perfekt. Es gibt auch Themes, die eben verschiedene spezifische Systeme nachahmen. Zum Beispiel haben wir links oben was, was Windows 2000 nachahmt. Das benutze ich persönlich ganz gern. Das rechts oben wäre das High Contrast Theme und dann eben unten die Standard Dark und Light Themes. Genau. Und ansonsten auch, was so die Funktionalität vom ganzen System angeht, ist es, glaube ich, wesentlich mehr als ein 90er-Vertriebssystem. Wir haben einen PDF-Viewer, wir haben ein Synthesizer-Programm, ein E-Mail-Client, ein SQL-Server inklusive IDE. Wir haben ganz normale Utilities wie Text-Editors und Hex-Editors, aber auch kompliziertere Programme wie ein Pixel-Mal-Programm, also ein Paint-Klon und Spreadsheet, also ein Tabellenkalkulationsprogramm, das tatsächlich auch Formeln unterstützt. Dann haben wir, unterstützen wir so ziemlich jedes Bildformat, einige Audioformate und ein, zwei Videoformate. Dann nimmt so die Kurve immer ab, je komplizierter das Dateiformat wird. Aber die lassen sich eben alle öffnen und teilweise auch bearbeiten. Von Spielen her haben wir auch einiges im System drin. Da gibt's so die Klassiker wie Solitaire und Snake, aber auch moderne Spiele wie Flood und Wordle. Wir haben auch gute 3D-Unterstützung, einen sehr, sehr guten OpenGL Software Renderer und einen 3D-Viewer und auch einen High DPI-Mode. Und ansonsten gibt's noch so sonstige Systemverwaltungs-, Unix-, POSIX-Tools, was man so alles kennt. Also ist eben auch ein POSIX-System, was man Unix-System, was man mit üblichen Befehlen bedienen kann. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt anhand dem beschissenen Scaling, diese ganze Präsentation läuft innerhalb von Serenity OS. Wenn ich mal kurz Escape drücke, seht ihr hier, dass das ganze System da drin läuft. So, und dann schalte ich euch auch mal wieder die Fußzeile an. Das musste weg sein, damit der damit die Illusion erhalten bleibt. Achso, was ich ganz kurz noch zeigen wollte, ist ja genau, das ist ein spezieller Build. Wenn ihr auf das Repo geht am Ende, dann wird da noch ein bisschen erklärt dazu, wie ihr genau dieses Ding auch ausführen könnt. Egal, genau hier haben wir eine Revision-Information. So, weiter geht's. Hier unten nur noch mal eine Liste an Sachen, die alles in einem Repository implementiert werden müssen von einem Projekt, damit sowas hier läuft. Genau. Also übrigens, um fair zu sein, das ist eine virtuelle Maschine, zu Bare Metal kommen wir nachher noch. Genau. Das letzte Programm, was ich schon ein bisschen erwähnt hatte, aber noch nicht drauf eingegangen bin, ist der Browser. Und der Browser ist halt eine der herausragendsten Merkmale von Serenity OS, denn der ist ziemlich gut. Der hat eine JavaScript-Engine, der hat CSS, der hat einen sehr guten Layouter und Renderer, der hat WebAssembly, der kann ganz, ganz viele moderne Standards. Hier ist zum Beispiel mal eine GPN-Wiki-Seite, also das GPN-Wiki ist super zum Navigieren, nur der Fahrplan nicht so, also da merkt man halt so den Neuigkeitsunterschied zwischen, keine Ahnung, Media-Wiki und Pre-Talks, aber gut, diese Seite, also ich könnte mich mit dem Serenity OS Browser problemlos über die GPN informieren, sagen wir mal so. Wenn wir zur Compliance kommen, JavaScript sind wir momentan insgesamt bei 85% der Test-262-Tests. Die Test-262-Tests sind die Standard-Spec-Test-Suite von JavaScript. Das heißt, es gibt nichts, keine offiziellere Test-Suite. Hier seht ihr mal einen Vergleich mit ganz vielen anderen Engines, die übrigens, dieser Vergleich wurde übrigens erstellt, weil ich mich beschwert habe, dass es aktuell keinen vernünftigen Vergleich im Internet gibt. Wen es interessiert, V8 hat auch 85% und das sind die zwei besten Engines. Das bedeutet nicht, dass wir im Web besonders gut sind. Das bedeutet nur, dass wir eigentlich ziemlich compliant sind.
WebAssembly ist ein bisschen schlechter, da ist aber auch die Hälfte irgendwelche SIMD-Tests. Und die WebDriver-Tests, also die Vollintegrationstests, die auch für die WPT.FYI-Seite, für die Web-Interoperability-Seite verwendet werden, diese Tests können wir noch nicht ganz durchführen, aber das sind gerade Leute dran. Das kommt, gehe ich davon aus, dass es in ein, zwei Monaten dann läuft. Genau. Wenn ihr den Browser außerhalb von Serenity ausprobieren wollt, habe ich schon erwähnt, gibt's das Projekt Ladybird. Das ist einfach eine Qt-Frontend, ein Qt-Frontend für die genau die gleiche Engine, die auch im Browser selber verwendet wird. Das findet man auch im AUA. Es gab auch mal ein Android-Build, der tut mittlerweile nicht mehr ganz. Aber da wird auch wieder dran gearbeitet, dass der wieder tut. Genau. Das heißt, wenn ihr das extern verwenden wollt, da ist es auch ein Stück schneller und schöner, dann könnt ihr das auch machen. Genau. Jetzt gibt's natürlich diese ganzen tollen Programme, aber ihr wollt doch garantiert eure Lieblingssoftware, Vim, Emacs, Bash, Half-Life, FFmpeg, Python oder Clang verwenden. Naja, dafür gibt's etwa 300 Ports. Das Porting-System haben wir, wie man sehen kann, von den BSDs geklaut. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir von den BSDs geklaut haben, die kommen nachher noch. Und die Ports funktionieren genauso wie bei einem BSD-System. Das heißt, ich habe da diesen unter dem Ports-Verzeichnis den Unterordner, der zu diesem Port gehört. Da drin sind Patches für den Source Code von dem Port. Und wenn man dann dieses Packaging-Skript ausführt, dann wird der Source Code runtergeladen, gepatcht und kompiliert für Serenity OS. Momentan nur außerhalb. Wir arbeiten aber dran, dass es auch demnächst innerhalb vom System funktioniert. Und wenn euch die Ports und die verfügbaren Ports interessieren und wie man so Porting durchführt, dann gibt's da diese zwei Seiten, die ich empfehlen kann. Also das zweite ist ein Pfad im GitHub Repo. Das erste wäre da die Website dazu, die Checha gemacht hat, der hier hinten sitzt, wenn ich ihn mal erwähnen darf. Genau. Genau, kommen wir jetzt tatsächlich zum Software-Stack, was wahrscheinlich viele noch viel mehr interessiert. Und das ist wirklich so unser wichtigster Punkt. Was macht jetzt mein Bildschirm? In Serenity OS gibt es keine einzige Zeile fremden Code, die von irgendwo anders herkommt, die reinkompiliert wird, und keine Abhängigkeit, die wir irgendwie zur Bildzeit oder so runterladen. Das ist eine vertikale Integration, die man sonst, glaube ich, nur bei Apple findet. Also ich bezweifle, dass irgendein anderes Betriebssystem, Open-Source-Betriebssystem, so stark vertikal integriert ist. Plan 9 war da der Kommentar. Das würde ich vielleicht noch glauben. Mit dem können wir aber auch reden. Es gibt auch ein Plan 9-File-System. Keine externen Source-Code-Abhängigkeiten meinen wir übrigens auch keine Standardbibliothek. Und da kommt eben so unser spezieller Stil von C++ her, den wir Serenity C++ nennen. Das ist liest sich teilweise mehr als Rust als C++. Und wogegen ich jetzt natürlich gar nichts habe. Die Compiler sind nur minimal modifiziert, hauptsächlich, dass sie die Plattform erkennen. Und die Standardbibliothek wird eben ersetzt durch unsere eigene Standardbibliothek mit dem Namen AK. Darauf aufbauend gibt es so die ganzen wichtigen Bibliotheken, unsere eigene C-Bibliothek, dann irgendwelche vernünftigeren C++-Bibliotheken wie libcore, und dann kommen schon so Sachen wie GUI und Web, die sich da so obendrauf stapeln. Die Utilities bauen direkt auf den Bibliotheken auf. Und da findet man so das ganz normale POSIX-Zeug für die Command-Line. Die Services sind unsere Daemons, die irgendwelche Aufgaben ausführen, wie zum Beispiel am wichtigsten der Windows-Server, der übrigens weder X noch Wayland kompatibel ist, der hat sein eigenes Protokoll. Und die Anwendungen sind deshalb, oder die eben die GUI-Anwendungen sind deshalb anders als die Utilities, weil sie mit den Services reden, und so eine Utility redet im Normalfall mit nichts außer mit dem Kernel. Wenn die Prozesse jetzt tatsächlich miteinander reden, dann tun sie das über unser eigenes Interprozesskommunikationsprotokoll. Das ist eigentlich ein Remote Procedure Call System, wo wir zwei C++-Objekte haben, die sich Nachrichten schicken, und die werden dann als Funktionsaufrufe umgesetzt. Das könnte man auch anders implementieren. IPC kann man verwendet im System selber Unix Domain Sockets. Es haben aber auch schon Leute geschafft, das durch TCP zu tunneln und Remote Desktop und sowas zu bauen. Ist nicht im System drin selber leider, aber das haben schon Leute hingekriegt. Mit dem Kernel selber reden wir wie mit
wie es in jedem normalen POSIX-Kernel oder in jedem Kernel hoffentlich funktioniert. Wir haben verschiedene System-Calls und wir haben ein virtuelles Dateisystem. Genau. Das hier ist jetzt so das Repository-Layout wieder mit dem widerlichen Scaling, weil den Scaling-Algorithmus haben wir selber gebaut. Da sieht man hier eben die Standardbibliothek AK, dann die Sachen, die standardmäßig ins Root-Filesystem reingeschoben werden unter Base, die externe Dokumentation, den kompletten Kernel, Ladybird ebenso als extra Ding, weil es eben Qt-Code enthält, aber nicht so richtig eigentlich zu Serenity dazugehört. Wir haben ganz viel CI-Skripte und Blödsinn in Meta. Die Ports habe ich schon erklärt. Ganz viele Tests, die im System laufen und außerhalb. Die Toolchain-Dateien, also Compiler-Patches und so weiter. Und zum Schluss das Userland, wo so der ganze Rest aus dem Userland halt lebt. Und das sieht man hier zum Beispiel so wichtige Ordner wie die Services und die Utilities und die Applications. Genau. Gehen wir weiter zum Kernel. Über den Kernel werde ich wahrscheinlich relativ viel reden, oder ja, werde ich viel reden, wenn ich so auf meine Zeit gucke, weil der ist, glaube ich, ganz interessant. Es ist ein monolithischer Kernel. Wir hatten mal Kernel-Module, die wurden dann aber irgendwann rausgeschmissen, weil es halt niemand braucht. Es ist ein POSIX-mäßiger Kernel, der auch sich von außen wie ein POSIX-Kernel verhält, aber auch von innen. Also auch der Kernel arbeitet zum Beispiel intern mit sowas wie File-Descriptors und so weiter. Er ist zunehmend architekturunabhängig. Momentan die Hauptarchitektur ist logischerweise x86-64. Wir haben mal angefangen mit x86-32. Das wurde Anfang diesen Jahres entfernt, weil es keiner mehr braucht. Und R64 sind wir gerade insbesondere auf dem Raspberry Pi so am Bring-up dran. Das tut schon so halb. Das virtuelle Dateisystem ist auch so, wie man es üblicherweise kennt. Wir haben ein Proc-File-System, ein Sys-File-System, ein Device-Tree, der darunter lebt mit nur minimal anderen Namen, als man sie zum Beispiel in Linux erwarten würde. Das große Problem ist, dass wir an konkreten Dateisystem-Implementierungen bisher eigentlich nichts außer EXT2 haben, wenn man mal von CD-ROM und Plan9 absieht. Aber unser EXT2-Treiber, der ist gut abgehangen und der funktioniert. Genau. Wie sieht's denn mit Multiprozessor-Unterstützung aus? Naja, das wollte ich euch demonstrieren. Da habe ich mal die Serenity CPUs auf 4 gesetzt und dann den Kernel so, das Run-Script so ausgeführt, mit der eben Kernel-Command-Line SMP gleich on, dass er eben Multiprocessing macht, und dann habe ich direkt diesen Output gekriegt. Also wenn man das ganz hinten nicht lesen kann, hier oben steht Kernel Panic. Das heißt, der Kernel ist abgeschmiert, der hat bemerkt, dass irgendein Zustand nicht vernünftig war. Ich glaube, in dem Fall hat er einfach einen Prozess, während er einen Interrupt-Disable hatte, wurde ein Prozess auf einen anderen Kern geschoben. Das sollte nicht passieren, beziehungsweise damit können wir nicht umgehen, weil wir denken, okay, wir haben keine Interrupts, wir werden nicht rumgeschoben. Das stimmt nicht. Die Details sind eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist SMP so ein großes Problem von Serenity. Wir sind dran, wir versuchen es. Wir haben verschiedene Mechanismen, auch für Deadlocking ist auch immer ein großes Problem. Für Lockranks, wenn das jemandem was sagt, haben wir viel dran gearbeitet. Aber wir sind eben noch nicht so weit und das wird sich hoffentlich in der Zukunft noch verbessern. Genau. Hardware-technisch sieht in Serenity sehr gut aus. Wir booten nur auf BIOS, nicht auf UEFI, das fehlt hier in der unteren Liste. Wir sprechen die VGA-Extensions, das heißt, wir können eigentlich überall einen Framebuffer hinkriegen. Wir haben PS2-Maus- und Tastaturtreiber, das ist auch das, was hier die virtuelle Maschine verwendet. In Sachen Festplatten können wir IDEs, SATA und NVMe insbesondere. Nicht ganz optimal, aber es tut. Wir haben tatsächlich USB 1.0 so halb unterstützt, eben zumindest in der Ebene vom UHCI-Treiber. Wir haben einen Ethernet-Stack und logischerweise, wie man sich denken kann, einen TCP-IP-Stack, unseren eigenen. Wir können mit PCI-Geräten reden und können inzwischen tatsächlich auch Message-Signal-Interrupts. Das hat einige Zeit gebraucht. Das ist dann der neuere, bessere Interrupt-Mechanismus sozusagen.
Audio-Hardware-technisch tatsächlich, also von den Treibern her, sieht sehr gut aus. Mit AC97 und Intel HD Audio haben wir so gut wie alles an internen Soundkarten, die auch schon auf Bare Metal getestet wurden. Das heißt, da kann man viel Audio damit machen, mit dem Audio-Stack, an dem ich so 90% des Codes beigetragen habe. Was halt fehlt, ist eben alles, was mit USB-Gerätetreibern zu tun hat. Also man kann ein USB-Gerät theoretisch initialisieren, da irgendwelche Functions ansprechen. Ich kenne mich nicht so genau aus, aber das scheint alles zu tun. Nur es gibt halt keine Treiber, nicht mal für so einfache Sachen wie Human-Device-Interfaces. Und eben alles, was über USB 1.0 rausgeht, ist noch nicht vorhanden. Grafikkartentreiber haben wir nur irgendwas für Intel und für VirtIO-GPUs. Aber ansonsten ist Grafikkarten auch fehl am Platz und vor allem auch irgendwelche Hardwarebeschleunigung fehlt noch komplett. Und ein WLAN-Stack gibt's auch nicht. Genau. Aber wir können auf Bare Metal booten. Das ist jetzt von Linus Groh, einem der Hauptentwickler, so sein Laptop. Da bootet er das regelmäßig und es funktioniert sehr gut. Wie man sieht an dem Dingens, der Framebuffer funktioniert, die Tastatur, die Maus funktionieren. Da gibt's so ein kleines rotes Ding rechts unten in der Ecke hier. Das bedeutet, Netzwerk tut nicht. Das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden, aber jedenfalls ist das System ohne Internet sehr gut benutzbar. Auf Bare Metal. Genau. Also es ist nicht komplett ohne Probleme. Man muss immer ein bisschen rumprobieren, vielleicht auch noch mal eine serielle Konsole anschließen und dann debuggen. Aber wenn ihr daran Interesse habt, gibt's den Bare Metal Channel auf Discord, wo euch die Leute auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr mal einen Bare Metal Boot ausprobieren wollt. Und es gibt auch schon so halbwegs Anleitungen dazu, wie man so mal das grundsätzliche Setup macht. Genau. Dann mal die Demo zum Bare Metal Boot. Genau, jetzt gehen wir tatsächlich mal aus der VM raus und in irgendein Dingens, wo hoffentlich nichts Sensitives draufsteht. Genau, ich habe hier so ein, jetzt muss ich ein bisschen größer machen. Ich habe hier so ein minimales Hardware-Setup. Das muss man auch nicht sehen, das ist nicht schlimm. Da ist ein Arduino Uno, der als serielle Konsole funktioniert. Und dann ein Raspberry Pi 3B, komplett unmodifiziert, wo eine SD-Karte mit dem AR64-Image von etwa 5 Patches sind da drauf. Und das wurde mir heute Mittag noch schnell zugespielt, weil es jetzt noch hoffentlich ein bisschen weiter geht, als ich das bei der FSEC hatte. Das heißt, auch die Leute, die bei der FSEC schon da waren, die sehen auch noch mal was. Genau, dann schließen wir das doch mal an und gucken mal, was auf der seriellen Konsole so rauskommt. Dauert ein paar Sekunden. Perfekt. Genau, der hat jetzt gebootet, ist auch schon im Scheduling tatsächlich drin. Sieht man hier oben, Scheduler Idle Loop Running. Jetzt versucht er gerade, die SD-Karte zu initialisieren. Das geht jetzt ein bisschen weiter, als es noch vor ein paar Tagen getan hat. Nur jetzt kriegen wir hier IO-Fehler, weil, was weiß ich, irgendwas ist halt falsch. Und dann gibt er irgendwann auf und ein Kernel Panic kommt. Allerdings in der virtuellen Maschine in QEMU tauchen diese Probleme nicht auf, da booten wir bis ins Userland schon. Genau. Das war die Bare Metal Demo. Zurück zum Talk. Genau. Zur Security. Unser Kernel und unser komplettes System ist nicht unbedingt primär fokussiert auf Sicherheit, aber wir nehmen Sicherheit extrem ernst. Dazu gehört, dass wir die Pledge und Unveil-Mechanismen von OpenBSD geklaut haben. Es gab vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich erinnere mich nicht mehr, auf der GPN auch ein Talk zu OpenBSD, der so ein bisschen diesen Talk inspiriert hat. Und deshalb wollte ich jetzt auch noch mal über Pledge und Unveil reden, für die Linux-Benutzer, die es noch nicht gesehen haben. Pledge ist ein Mechanismus, wo das Programm sagt, okay, ich benutze nur noch Syscalls aus diesen Gruppen. In diesem Fall sind die Gruppen Standard Input Output, Dateien lesen, RPath, Unix-Sockets, Prozesseverwaltung, Thread-Verwaltung, auch allgemein Threads starten zum Beispiel. Und das sind relativ grobe Gruppen. Unsere Gruppen sind nicht genau gleich wie bei OpenBSD, wenn das schon jemand kennt. Wir haben da ein paar Variationen drauf. Jedenfalls,
der Prozess gibt damit freiwillig Fähigkeiten ab, die er nicht braucht, zum Beispiel wie dieser Prozess mit dem Internet reden, das kann der nicht mehr. Und damit verhindern wir, wenn dieser Prozess nachher übernommen wird oder irgendwas Bösartiges tut, dass der dann nachher nicht eben irgendwas tun kann, weil sobald der einen Syscall ausführt, den er nicht geplätscht hat, dann wird er sofort vom Kernel abgeschossen. Und man kann auch natürlich Pledges, die man schon weggeworfen hat, nicht mehr wiederkriegen. Man kann aber die man noch hat, dann durch einen neuen Pledge-Aufruf noch weiter reduzieren. Gerade zum Beispiel beim Startup braucht man manchmal ein paar mehr Permissions, um Config-Dateien zu lesen, und die kann man dann stückweise wegnehmen und dann mit ganz wenigen, im Hauptbetrieb mit ganz, ganz wenigen Permissions arbeiten. Und das gilt eben nicht nur für normale Befehlszeilenprogramme, sondern auch für GUI-Programme. So gut wie jedes Programm in Serenity ist über Pledge abgesichert. Das zweite Argument da mit std.io nach dem Komma ist für die Kindprozesse. Das heißt, man kann dann verhindern, dass Kindprozesse was weiß ich tun. Man kann den Kindprozessen eben auch weniger Permissions geben, als sie theoretisch haben könnten. Und hier ist einfach mal als Beispiel, das ist ein bisschen älter, aber so war dieses Präsentationsprogramm, das ich für diesen Talk ja geschrieben habe, so war das am Anfang abgesichert. Ihr seht auch hier schon spezielle Serenity Main, das einfach mal ignorieren. Was wir auf jeden Fall machen, ist den Pledge System Call mit den Permissions, die wir brauchen. std.io braucht eigentlich jedes Programm. Wir müssen die Präsentationsdateien und auch Bilder laden können. Wir brauchen Unix, Send File Descriptor und Receive File Descriptor, um im Windows Server reden zu können und auch um Bilder zu dekodieren zu können. Warum das? Das erkläre ich gleich noch. Genau, und dann geht man eben so im Geiste durch. Was braucht mein Programm? Und alles andere schaltet man aus. Im schlechtesten Fall wird man dann abgeschossen. Dann muss man halt eine Pledge wieder hinzufügen. Aber das ist so ein Minimalprinzip eben. Genau, gehen wir weiter zu Unveil. Unveil ist ein ähnlicher Mechanismus, nur der jetzt tatsächlich aufs Dateisystem gelegt ist, weil wenn man nur eben festlegen kann, lesen, schreiben, Dateien erstellen, das wäre ein bisschen ungenau. Das heißt, Unveil bedeutet, ich kann bestimmte Ordner oder bestimmte Dateien mit bestimmten Permissions, in dem Fall eben Read und Write, freigeben. Und das kann ich auch mehrfach machen. Also Unveil ist nicht so wie Pledge, wo ich immer reduzieren muss, sondern Unveil kann ich erstmal beliebig machen und dann genau das eben freigeben, was ich brauche. Und dann nachher mache ich einen Unveil Null Pointer Null Pointer und dann ist der Veil zu und dann kann ich nichts mehr am Veil ändern. Und dann kann ich eben nur noch auf diese Dateien zugreifen, die dort angegeben sind. Alles andere gibt dann einen EnoEnd oder keine Ahnung, den Fehler halt für Dateien, die nicht existieren, aus. Und wenn ich auf eine Datei zugreife, auf eine Art und Weise, die ich nicht darf, zum Beispiel den Download-Ordner dürfte ich nicht erzeugen, weil ich keine Create-Permission habe, dann kriege ich ein EPERM, also einen normalen Permission-Error. Und das bedeutet dann, dass ich das Dateisystem nochmal separat absichern kann. Und gerade sowas wie ein Browser kann man darüber eben sagen, okay, du darfst nur Dateien runterladen und alles andere darfst du nicht. Damals im OpenBSD-Talk gab es dann tatsächlich eine Demo mit Chromium, was eben auf OpenBSD mit Unveil abgesichert ist. Und wenn das eines Tages mal jemand porten will, was ich nicht empfehlen kann, dann könnt ihr einfach die OpenBSD-Unveil-Calls direkt drin lassen. Die funktionieren bei uns genauso. Genau. Ansonsten haben wir noch quer durchs System ein paar mehr Sicherheitsmechanismen. Der Kernel wird auf zufälligen Adressen geladen. Der Kernel hat bestimmte Speicherbereiche, die zum einen nach dem Init aus dem Page-Table rausgeschmissen werden, weil es nur Initialisierungsroutinen sind, oder Routinen, die Speicherbereiche, die nach dem Init nur noch lesbar sein sollen, damit man da nicht drauf rumstampfen kann und dann dem Kernel irgendwas machen lässt. Hier gibt es ein paar schöne Befehlszeilenargumente, mit denen man sehr gute Garantien vom Compiler kriegt. Wir haben, ähnlich wie OpenBSD, keine Speicherseiten, die gleichzeitig schreib- und ausführbar sind. Beziehungsweise man kann ein Dateisystem speziell mit der Permission einhängen, dass ausführbare Programme in diesem Dateisystem das dürfen. Das brauchen wir für manche Ports, braucht OpenBSD für manche Ports. Deshalb existiert dieser Mechanismus. Aber im allgemeinen Fall sind so schreib- und ausführbare Speicherseiten gleichzeitig ein Zeichen für ein Programm, das gerade Shellcode in sich injected bekommen hat. Und das wollen wir nicht. Und deshalb ist das auch ein Crash.
System Calls dürfen nur aus der libc kommen, das hat auch Linux. Prozess-Jails ist von FreeBSD oder DragonFlyBSD geklaut, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sehen die Prozesse dann nur noch die Prozesse in ihrem Jail. Und damit kann man eben eine Gruppe an verwandten Prozessen, die nur mit sich gegenseitig reden sollen, eben einsperren. Deshalb auch der Name Jail. Es gibt für alle komplizierten Decoding-Vorgänge, insbesondere alles, was mit dem Web zu tun hat und alles, was mit Bilddekodierung zu tun hat, separate Prozesse, die eben zum Beispiel komplett keinen Dateizugriff haben und eigentlich sonst auch gar nichts können, außer die Daten nachher zurückschicken. Und das ist, hat eben den Vorteil, also zum Glück funktioniert so jeder moderne Browser, aber das hat eben den großen Vorteil, dass man dann bösartige Dateien, dass sie nichts anrichten, außer die diesen Prozess abschließen. Und insbesondere sowas wie standardmäßige Out-of-Process-Image-Dekodierung, die wir überall drin haben, das sehe ich bei nicht vielen Betriebssystemen. Ich habe auch schon Windows mal kurz 3 Minuten hängen lassen, weil ich irgendwie eine viel zu große PNG dem gegeben habe. Und das wird dann kurz in-process dekodiert. Genau, das tun wir nicht. In allen Userland-Programmen gilt generell, dass Fail-Fast ein Standard ist. Das heißt, wir haben überall Verify-Checks drin, insbesondere zum Beispiel für Array-Größen. Und das heißt, wenn ein Programm bemerkt, dass irgendeine Vorbedingung, die es als gegeben annimmt, nicht stimmt, dann wird das Programm sofort getötet oder tötet das Programm sich selber durch Verify, was ein Assert oder wie auch immer ist. Und auf der sozialeren Seite, wenn ihr eine Local Privilege Escalation, eine Arbitrary Code Execution oder eine Remote Code Execution in Serenity findet, dann zahlt euch Andreas Kling $50. Genau, also das ist, glaube ich, der Ansporn. Also ich sage jetzt einfach mal, diese Bounty wurde seit 1,5-2 Jahren, glaube ich, nicht mehr geclaimed. Deshalb würde ich jetzt mal einfach so sagen ins Internet, dass Serenity OS ein perfekt sicheres System ist. Es hat keine Sicherheitslücken. Und gegen Beweise werden eben mit $50 bezahlt. Genau. Bleiben wir jetzt auch bei der sozialen Seite sozusagen, der Projektphilosophie. Ich habe mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, was das Serenity OS Projekt so auch als Community eben ausmacht. Und ich finde, es ist eine großartige Community. Das ist eben meine Meinung. Der ganze Talk ist meine Meinung, aber das insbesondere ist meine Meinung. Bei uns bedeutet Free Software wirklich, dass man alles damit machen kann. Kein Copyleft, kein GPL. Ihr könnt mit unserem Code alles machen, solange ihr eine kleine Attribution irgendwo habt. Und deshalb eben auch BSD2 Clause. Wer das nicht kennt, das ist ähnlich zu MIT und ISC von der Lizenz her. Bei uns haben Entwickler grundsätzlich keine Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Nicht mal die Leute, die ganz oben sind, die irgendwie das Projekt maintainen. Alles, was wir machen müssen, ist theoretisch, okay, du hast da Code geschrieben und das hat irgendwas kaputt gemacht, bitte reparier's. Das will man in der Regel sowieso selber machen. Und meistens wird es auch von irgendjemand anderem schnell gefixt. Ansonsten eben setzt man sich selber dran. Ähnlich dazu eben gibt es keine große Roadmap, keine Ziele, keinen Plan. Wenn ihr irgendwie wollt, dass es irgendwas im System nachher geben soll, dann müsst ihr das einfach selber bauen. Also es gibt nicht so, hey, ich mache jetzt mal ein Issue auf, ich will dieses und jenes Feature in diesem und jenem Programm. Das wird generell als mach selber Issue geschlossen gemacht. Ganz einfach, weil wir niemanden dazu zwingen können, irgendwas zu tun. Das hat ganz ganz praktische Gründe. Ihr könnt natürlich andere Leute davon überzeugen, dass es toll wäre, wenn es es gäbe. Aber abgesehen davon gibt es irgendwie keine Richtlinien, was wir so an Features implementieren. Genau, es gibt natürlich keinen Code, den wir nicht geschrieben haben. Das habe ich schon gesagt. Wir sind vollständig vertikal integriert. Alles unser Zeug. Und fünftens, das ist ein dummer Witz, den ich auf dieses Slide gepackt habe. Ich hätte auch noch bessere Witze, einschließlich diesen Meme drauf tun können. Aber ich wollte einfach nur kurz demonstrieren, dass wir im System ein bisschen Spaß haben wollen, weil ich meine, wir machen das alle nur zum Spaß. Serenity ist bloß zum Spaß. Niemand braucht dieses System. Wir machen das alle bloß, weil es uns Spaß macht. Und deshalb können wir auch ein bisschen beim Entwickeln dann Spaß haben und eben ein paar Witze machen. Also den Witz versteht man vielleicht nicht,
Also propagate errors, okay, und der Wortwitz, aber Pro ist halt ein Programm, das curl ersetzt, und wir betiteln unsere Pull Requests immer mit dem Programmnamen zuerst. Das heißt, das ist ein standardisierter Programmname, der dann ein standardisierter Pull Request Name, der noch ein Wortwitz ist, und dann haben wir das so ein bisschen fortgeführt im Thread. Genau. Witz mit Erklärung. Genau. Warum soll es euch interessieren? Das ist jetzt die Frage, die ich ja schon auf der Titelslide hatte. Aber jetzt komme ich tatsächlich mal da dazu. Serenity ist zwar mit allem Möglichen kompatibel oder versucht damit kompatibel zu sein, aber Legacy interessiert uns nicht. Wir haben 32-Bit rausgeschmissen. Wir haben auch einen Soundblaster 16-Treiber davor schon rausgeschmissen. Wir sind dabei zu versuchen, alles, was mit IDE zu tun hat, rauszuschmeißen, weil das auch groß und haarig ist und niemand will es anfassen. Also wir haben wirklich keinen Bock, irgendwas drin zu lassen, nur weil es da ein, zwei Use Cases dafür gibt. Aber eben kompatibel mit allen möglichen Formaten und Geräten und so weiter versuchen wir schon zu sein. Wir sind in gewisser Weise ein Clean Slate Design, weil wir eben erst 2018 angefangen haben. Das heißt, wir können aus vielen vorherigen Fehlern anderer Systeme schon lernen. Und gleichzeitig gilt aber auch, dass wir natürlich auch Fehler machen und dann refactoren müssen, und davor haben wir keine Angst. Zum Beispiel ersetzen wir momentan unsere gesamte String-Implementierung, weil die vorherige String-Implementierung, der war UTF-8 und alles Mögliche so ziemlich egal. Und das heißt, wir ersetzen jetzt einmal komplett unsere kompletten mehreren 10.000, vielleicht sogar 100.000 Vorkommen von dieser String-Klasse. Dann kann man auf den Browser bezogen, sind wir natürlich der Beweis, dass man einen mit dem modernen Web sehr, sehr hochkompatiblen Browser wirklich in diesem Jahr oder auch in den letzten paar Jahren wirklich noch schreiben kann. Und das ist, glaube ich, immer das, wo behauptet wird, okay, man braucht das Budget von Google und 10 Millionen Entwickler und dann hat man vielleicht in 20 Jahren mal einen Browser, der so gut ist. Das stimmt nicht. Wir sind 300 Leute und niemand macht so wirklich irgendwas. Oder jeder macht nur so, okay, jeder macht nur so das, worauf er Lust hat, aber das heißt halt, dass dann irgendwie die JavaScript-Engine dreimal weiter ist als die Rendering-Engine, weil Layouting ist unterspezifiziert und haarig im Web. Jedenfalls funktioniert das und unser Browser ist sehr weit und sehr gut. Die Engine habe ich ja schon gezeigt, wie gut sie ist. Browser könnt ihr euch auch selber nochmal angucken. Auf den Kernel bezogen, unser Kernel enthält kein C. Das ist möglich. Unser Kernel hat sehr viel Objektorientierung mit Smart Pointers und hohen Abstraktionskonzepten. Das funktioniert alles ohne Problem. Also wer behauptet, man müsste einen Kernel in C schreiben, der hat auch kein Recht. Und ja, okay, wir haben Assembler Entry Points, aber wir versuchen immer so schnell wie möglich irgendwie in C++ zu kommen. Das ist ja klar. Und natürlich fehlt für euch jetzt, fehlt garantiert noch eure Lieblingssoftware, entweder im System oder halt den Port, den ihr gerne machen würdet. Das heißt, an Serenity kann man an allen Ecken und Enden hacken, weil es da überall noch Bereiche gibt, die verbessert und erweitert werden müssen. Damit kann ich nur sagen, geht raus und schreibt gewagte Software, weil diejenigen, die behaupten, es sei unmöglich, die haben es nicht versucht oder zu früh aufgegeben. Genau. Und damit bin ich fast am Ende. Nur wollte ich ganz kurz noch mal ein bisschen über Jagd reden. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass C++ eine speicher- und typunsichere Sprache ist. Das ist euch wahrscheinlich hoffentlich bekannt. Und das sorgt eben nicht nur in der Web-Engine, aber auch vor allem in der Web-Engine für Probleme. Und da geht es ja eben darum, dass wir sehr viel Untrusted Code ausführen und sehr viele Untrusted Websites ausführen, wenn man das so interpretiert. Und deshalb hat sich Andreas Kling entschlossen, dass er mal ausprobiert, eine neue Programmiersprache zu schreiben, die eben speicher- und typsicher ist und mit unserem Serenity-Code-Stil kooperiert, das heißt insbesondere auch objektorientiert ist. Und die Sprache heißt Jagd, weil das ist ein Wortwitz auf das schwedische Wort für Jagd und ein Wortwitz auf das Jack, das ihr die ganze Zeit in der Ecke gesehen habt. Und diese Sprache ist irgendwie so eine Mischung zwischen Swift und Rust, wenn ich sie mal spontan beschreibe. Hier sehen wir ein bisschen Code aus dem Compiler, der inzwischen schon, aber der seit
so einem Dreivierteljahr oder so sehr Faustding ist, wenn ich das richtig weiß. Genau das ist eben eine ganz nette Sache. Also es ist momentan noch kein Serenity Code in Jagd geschrieben. Jagd ist interoperabel mit C++, weil es darin transpiliert wird. Und man kann theoretisch Serenity-Teile in Jagd schreiben, das wird aber momentan aktiv noch nicht gemacht, weil es immer noch so ein Experimentierstadium ist. Das heißt, ich kann nicht garantieren, dass das nachher irgendwo landet oder dass wir das komplette System in Jagd neu schreiben, aber das könnte theoretisch schon passieren und dann hätten wir nicht nur unseren eigenen Code, sondern auch unseren eigenen Compiler. Genau. Jetzt natürlich, ganz zum Schluss, was ist, wenn es euch mehr interessiert? Da gibt's hier viele Links und auch meinen Serenity OS Mastodon Account, wo ich öfter mal Serenity-spezifische Sachen poste, was ich so mache. Ihr könnt generell einfach mit uns reden, wir beißen nicht. Sind auch einige Leute anwesend, die sich mit dem System auskennen. Wenn ihr mal einen ersten Beitrag machen wollt, dann empfehlen wir in der Regel entweder einen Bug selber finden, nicht besonders schwer. ja klar. Die Good First Issue Liste auf GitHub ist ein guter Ansatzpunkt. Und ihr könnt beim Refactoring helfen, weil es ja auch ja sehr klar ist, was man tun muss. Gerade hier Deprecated String nach String ist jetzt die große Sache, die noch ansteht, die ich schon angesprochen habe. Und ihr könnt auch auf FixMe-Jagd gehen. Das heißt, wir haben ganz viele FixMes im Code verteilt und da könnt ihr euch dann angucken, okay, das Ding sollte besser sein, vielleicht behebe ich das ja. Da gibt's auf jeden Fall mindestens ein paar 10.000 Fix-Mies, die es so gibt. Genau, und zum Schluss, nicht vergessen, Spaß haben, habe ich schon mal gesagt. Danke fürs Zuhören. Ja, Fragen? Ja, gibt's noch Fragen? Ja, perfekt. Ich habe gleich mehrere, falls das okay ist. Was? Mehrere Fragen. Ach so, ja, natürlich. Ja, okay, also diese Funktion Pledge und Unveil, die du vorgestellt hast, sind das Library-Funktionen oder sind das tatsächlich dünne Cisco-Wrapper? Das sind System Calls. Der genaue System Call Aufruf funktioniert ein bisschen anders, aber die sind auch in der C-Bibliothek verfügbar, theoretisch. Okay, was ist der Grund, dass ihr da so eine lustige String-basierte API verwendet habt und keine Flags? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Ding auch schon mal in Flags umgeschrieben. Das hat so lange gedauert und war so haarig, dass ich es irgendwann aufgegeben habe. Der Grund ist erstmal, dass wir es von OpenBSD kopiert haben. OpenBSD hat genau dieses Verfahren. Du hast aber recht, es ist nicht das Idealste, insbesondere weil man eben erstmal einen User-Buffer im Kernel kopieren muss. Das heißt, auch performance-technisch nicht so geil. Aber die Erklärung ist bisher halt, OpenBSD hat's so eingeführt und wir haben es versucht zu ändern und wir haben es nicht in den Zustand gekriegt, wo wir es schöner fanden als so. Okay. Also ich sag dir das aus der Position der Person, die das nicht schön fand und es tatsächlich versucht hat zu ändern. Da könnte man sich natürlich überlegen, ob man die Funktionen so wie sie sind, so Library-Funktionen umfunktioniert und dieses Syscalls im Hintergrund anders macht. Aber okay. Das stimmt. Nächste Frage, du hattest erwähnt, dass Syscalls nur aus der LibC kommen dürfen und dass das in Linux auch so gemacht werden würde. Ich glaube, ich habe gelesen, dass Linux Syscall Origin Verification hat, ja. Es ist auf jeden Fall auch in OpenBSD, das ist klar. Ja? Ich. Es gibt eines der wenigen Programme, das keine Libc-Dependency hat, die Syscalls direkt ausführt. Und Syscall läuft ja auch nicht. Okay, also dann liege ich falsch, da wurde ich korrigiert. So ein Feature hat Linux tatsächlich nicht. Das scheint nur OpenBSD zu haben. Also Linux hat so ein Feature von der Art, was es nämlich verwenden kann, um mit Wine zusammen. Ach nee, stimmt nicht, das war glaube ich andersrum. never mind.
aber vielleicht war es, vielleicht habe ich das doch gar nicht falsch in Erinnerung, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dritte Frage. Legacy 9, warum bootet ihr mit Legacy BIOS und nicht mit EFI? Das ist eine geniale Frage und das liegt einfach daran, dass bisher noch niemand einen UEFI-Bootloader geschrieben hat, beziehungsweise dass einer geschrieben wurde. Da habe ich vor 2-3 Wochen was davon gehört. Wo das jetzt hingelaufen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es noch keine groß angelegten Bestrebungen, aber es könnte sein, dass sich das in nächster Zeit ändert. Und dann werden wir BIOS-Boot vermutlich auch rausschmeißen, weil es Legacy ist. Wenn man jetzt bei dem Projekt sich gerne beteiligen wollen würde, wie ist denn der Stand der Dokumentation der Libraries und sonstiger Architektur? Also es gibt sehr viel Dokumentation für Sachen, die man nicht durch grobes Codelesen rausfinden kann. Zum Beispiel Anwendungsarchitekturen, gerade von so komplizierten Anwendungen wie dem Browser. Und eben alles Mögliche, was es betrifft, das Development Environment einzurichten und sich zurechtzufinden und so. Aber tatsächlich sind die meisten Funktionen nicht ausführlich dokumentiert. Aber in der Regel sind entweder die Funktionsnamen selbst sprechen. Wir haben oft sehr lange Funktionsnamen, die sehr deutlich sind. Oder es gibt halt eine kurze Dokumentation in 1-2 Sätzen. Aber in vielen Fällen ist es so, dass man Code lesen muss. Aber ich finde, das hilft einfach und das funktioniert in diesem System auch gut, weil man sich beim Code lesen dann einfach mal kurz vom Browser bis zum Kernel durchgraben kann und alles herausfindet, wenn man zum Beispiel einen Bug sucht oder so. Okay, vielen Dank. Das war's von mir. Weitere Fragen? Gibt es jenseits von Discord weitere Interaktions- oder Organisationsmöglichkeiten, wenn man sich aktiv einbringen will? Ich glaube, Discord schreckt ein paar Leute ab. Ja, das stimmt. Aufgrund der Privacy-Unfreundlichkeit. Ich finde es auch nicht ultimativ schön. Momentan ist es so die einzige Echtzeitmöglichkeit. Man kann aber trotzdem auch über GitHub mit Leuten reden. Und grundsätzlich zum Beitragen braucht man nur das. Und ihr könnt natürlich mit Entwicklern persönlich reden. Viele haben Mastodon und Matrix-Accounts und so. Es gibt theoretisch auch einen Matrix-Server, aber den darf ich jetzt nicht sagen, ansonsten werde ich beworfen. Aber der wird nicht wirklich verwendet. Deshalb ist Discord da die einzige Echtzeitmöglichkeit. Okay, danke. Auf welchen Host-Systemen kann man Serenity OS gut entwickeln? Gut entwickeln? Eigentlich alles. Also es haben schon Leute hingekriegt, Ladybird auf Solaris bauen zu lassen. Sportlich. Entwickeln geht auf jeden Fall auf allen BSDs, wenn ich das so gesehen habe. Und wenn nicht, setzt euch dann in Kontakt mit den Leuten, die da damals den Support dafür geschrieben haben. Was auf jeden Fall gut funktioniert, ist natürlich Windows, Linux, macOS. Unter Windows muss man WSL2 verwenden. Aber das ist ja inzwischen relativ gechillt zum irgendwie irgendein Debian oder Ubuntu installieren und dann den ganzen Spaß im WSL machen. Und gerade wenn man auf Windows eine normale IDE wie zum Beispiel C-Lion oder VS Code verwendet, die können sich rein remoten in WSL und dann ist es so, als würde man direkt auf dieser WSL-System entwickeln und so weiter. Noch jemand? So, erstmal danke für den Talk, der war absolut super. Ich habe jede Menge Fragen. Ich glaube, ich werde auf den Discord-Server euch ein bisschen nerven, aber erstmal, wie euch ist euch ABI-Stability? Zum Beispiel Linux will es unbedingt nicht brechen. Auf der anderen Seite, wenn ihr Legacy relativ egal ist. Ja, du siehst mich schon lachen. Also unsere ABI geht etwa alle 2 Tage kaputt. Okay, so schlimm ist es nicht, aber wir ändern halt System Calls ohne Vorwarnung und wir ändern auch die Reihenfolge ohne Vorwarnung. Das einzige Stabile ist unsere libc. Also gegen unsere libc immer bauen direkt. Das geht. Das war auch schon ein Problempunkt mit dem SIG-Port, weil die SIG-Leute gesagt haben, okay, wenn wir Serenity als Stage-2-Target hinzufügen wollen, dann brauchen wir eine stabile ABI. Und da haben wir gesagt, nein. Und mit ein bisschen Überzeugungsarbeit haben die sich dann auch dazu hin
tun lassen, dass wir halt eine stabile libc haben. Also eine stabile ABI-Garantie gibt's nicht. Okay, habt ihr dann auch Elf als eigenes als Executable-Format verwendet oder habt ihr aus eigenes gebaut, wie zum Beispiel Mac? Nein, wir haben Elfs. Die sind wahrscheinlich irgendwie speziell markiert, aber es sind normale Elfs, die mit einem normalen Clang und GCC erzeugt werden. Wie ist es zum Beispiel mit Configs? Habt ihr da ein eigenes Framework, mit dem alle Programme konfiguriert werden? Folgt dem XCG-Standard für normale Dateien? Ich weiß nicht. Also die Config-Dateien werden alle als Inis gespeichert. Und einfach, weil INI ein simples, funktionierendes Format ist und bisher haben wir nicht mehr gebraucht. Zum Konfigurieren an sich in der Regel, zumindest die meisten GUI-Programme reden heutzutage mit dem Config-Server, der eben Configs cached und dann speichert und eben diese ganze Verwaltung übernimmt. Und damit reden auch die Einstellungen. Das heißt, ein Einstellungsprogramm kann dann die Einstellung für irgendein anderes Programm ändern und es wird automatisch geupdatet über den Config-Server. Man kann die Config-Dateien auch von Hand bearbeiten. Dann muss man aber in der Regel irgendwas neu starten. Das ist jetzt nicht so zu empfehlen. Da gibt es vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf. Okay, da habe ich noch eine letzte Frage, der Rest kommt dann auf Discord. Wenn man zum Beispiel mehrere Pfade unveilen will, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, einen bei der Config und einen für dort, wo jetzt eigentlich das Programm eigentlich arbeitet, kann man dann überhaupt unveil mehrmals aufrufen? Weil wenn ja, dann zerstört es nicht irgendwie den Grund davon. Wenn es irgendwie ein arbitrary Code Execution bekommt, kann er dadurch sich sämtlichen Zugriff geben, die er braucht. Ja, genau, die Sache mit unveil ist, wenn ich nochmal auf die Slide zurückgehe, damit alle auch die Syntax vor sich haben. Das habe ich hier natürlich auf der Slide an sich ein bisschen vereinfacht. Der Veil hat zwei Zustände für einen Prozess, offen und geschlossen. Und wenn er offen ist, dann kann ich beliebige Pfade zusätzlich unveilen, auch solche, die ich vorher noch nicht berührt habe. Und wenn ich dann dieses Unveil Null-Pointer-Null-Pointer mache, also tatsächlich der System-Call Unveil mit zwei Null-Pointern, dann merkt dadurch der Kernel, okay, der Veil muss jetzt geschlossen werden. Und ab dahin sind alle Unveil-Aufrufe entweder ein Prozess-Crash oder halt irgendein invalider System-Call, weiß ich gerade gar nicht genau. Also auf jeden Fall, ein Programm kann ein Veil nur vernünftig benutzen, wenn es den tatsächlich auch zumacht, und zwar kurz nach dem Programmstart. Okay, danke. Hat sonst noch jemand eine Frage? Ja, also wenn man bei OpenBSD ist es so, wenn man bei Unveil die zwei Null-Pointer reinpasst und dann nochmal aufruft, dann returnt das minus eins, also es schlägt fehl. Aber alternativ kann man Pledge auch das Unveil-Privileg einfach entfernen und dann gibt es einen Sickle. Manche Programme machen beides. Ja, okay. Ja, genau. Ich vermute, dass es bei uns ähnlich ist. Weitere Fragen? Sieht bisher nicht so aus. Ah, doch. Hat dieses Betriebssystem SSH? Also es gibt garantiert einen SSH-Port, weil also auf jeden Fall OpenSSL als Bibliothek ist auf jeden Fall geportet, auch wenn wir unsere eigenen TLS-Implementierungen und so weiter haben. Und ansonsten soll das Programm einfach bloß Networking benötigen und wir haben einen halbwegs funktionierenden TCP-IP-Stack. Deshalb glaube ich, dass schon ein Port existiert. Ansonsten einfach nochmal auf ports.serenityos.net nachgucken. Falls nicht, dann gerne porten. Das ist ja auf jeden Fall cool. Wir haben aber keine eigene Implementierung. Das ist richtig. Jo, für ein bis zwei Fragen hätten wir noch Zeit. Also, wer jetzt noch eine Frage hat, könnte sich... Ja! Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das Logo ist sehr cute. Was war die Inspiration dahinter? Welche? Der Ladybird, Moment. Ich meine, diesen... Das, wonach ihr auch die Programmiersprache benannt habt. Oder? Das Jack meinst du? Ja, genau. Das ist nicht das Maskottchen. Das Maskottchen ist Buggy. Das sieht man, wenn man auf die Website geht. Wir haben eigentlich drei Maskottchen. Buggy, CatDog und... Moment, CatDog kann ich sogar demonstrieren. Ups.
Demos CatDog hier. Das ist so eine Katze, die sitzt einem auf dem Desktop und das ist wie Clippy, nur besser. Und man kann es auch, man kann es auch anklicken und dann kommt irgendwie, it seems like you're trying to shave a yak. Would you like some help? Jetzt kommt natürlich nicht, es schläft natürlich ein. Auf jeden Fall diese Yaks, sorry, zurück zum Thema. diese Yaks, das ist eigentlich das Bison-Emoji von Twemoji, also den Twitter-Emoji-Set. Das hier ist nur ein, super. Danke, CatDog. Die haben wir halt nur, da haben wir halt nur verschiedene Modifikationen gemacht. Die Idee ist eben das Yak-Shaving. Das könnte vielleicht einigen Begriff sein, so dass man erst doofe Aufgaben beim Programmieren erledigen muss, bevor man dann die richtig coole, vernünftige Aufgabe machen muss. Also ein Yak rasieren klingt so nach einer sinnlosen Aufgabe, aber muss halt manchmal sein. Und es hat sich so dazu entwickelt, dass eben alles, was man in Serenity macht, grundsätzlich ein Yak ist. Weil es gibt immer noch eine Aufgabe, noch eine nächste Aufgabe. Es geht immer noch einen Schritt tiefer und einen Schritt besser und so weiter. Und deshalb hat sich das so ein bisschen dazu entwickelt, dass es so Yak-Shaving so das Standard-Meme ist in der Serenity-OS-Community. Und deshalb haben wir diese ganzen Yak-Emoji, die so unser Hauptkommunikationspfad sind. Genau, yaksplained.org, da gibt es eine Erklärung zu jedem einzelnen Emoji, die habe ich auch geschrieben, weil ich so ein Deutscher bin. Witz mit Erklärung halt. Und da gibt es auch eine Erklärung zu jedem einzelnen Emoji, inklusive aller Emoji, die ich hier auf den Folien hatte. Cool, danke. Und danke für den sehr spannenden Talk. Du, vielleicht noch eine Frage? Hi. Du hast ja mehrfach erwähnt, dass ihr Features wieder rausgeschmissen habt und dass ihr eine gute Community seid. Wie kommt ihr denn dann zu dem Consent, dass ihr jetzt dieses Feature wieder entfernt, wo sich irgendwer viel Mühe gemacht hat oder was irgendwie vielleicht wichtig war? Das ist eine gute Frage. Wir haben keinen formal festgeschriebenen Consent-Prozess und Andreas Kling hat theoretisch als BFDL das letzte Wort. Bei 32-Bit war es tatsächlich so, dass wir geguckt haben, okay, welche Leute wollen damit noch rumspielen. Ein, zwei Leute haben gesagt, oh, wir würden das gerne noch auf unseren uralten, tollen Systemen noch gerne ausprobieren. Aber uns ist jetzt nicht so wichtig. Und Andreas Kling hat auch gesagt, nee, lass mal. Und dann wurde das entfernt. Es war ein bisschen kritischer bei den Demos. Ich habe hier gerade schon die Demo-Liste gezeigt. Die war auch schon wesentlich länger. Wir haben einfach ein paar Low-Effort-Demos vor einiger Zeit rausgeschmissen. Das hat ein paar Leute nicht gefreut. Aber zum Glück ist es meistens dabei geblieben, dass es nur bei vereinzelten Leuten das nicht gefallen hat oder dass man dann ein bisschen diskutieren musste. Danke. Okay, ganz zum Schluss vielleicht noch jemand. Ich war halt zu schnell. Nein, alles gut. 3, 2, 1. Jo, dann nochmal einen großen Applaus für das kleine Filmröllchen. Okay.